des Volkes Stimme. Wir haben sie eingefangen. Die Tourmobile der Alternative für Deutschland sind unterwegs. Hier kommen Sie, die Bürger, zu Wort. Wir hören Ihnen zu. Sagen Sie uns, was sich in der Politik ändern muss. Ich sitze hier tagtäglich am Küchentisch von Familien, die mir sagen, wie knapp das Geld geworden ist. Und woran liegt das? Dass wir mit unserem Geld Banken im Ausland retten. Das kann es einfach nicht sein. Ich würde ja nicht mal was sagen, wenn jetzt jeder bedürftige Mensch in Griechenland, in Portugal 1000 Euro bekäme, aber so ist es ja nicht. Das Geld wird rübergeschoben, berührt dort nicht mal den Boden und geht zurück zu den Banken. Das kann nicht sein und dagegen möchte ich mich einsetzen. Also die Parteienlandschaft ähneln sich alle. Ich weiß nicht mehr, wen ich überhaupt wählen soll. Es gibt keine Unterscheidung mehr in keinem Thema. Ich möchte gerne Bildungsstandards haben, die für ganz Deutschland gelten, damit man problemlos von Sachsen nach Thüringen und von Thüringen nach Hessen umziehen kann, ohne dass man irgendwelche Nachteile befürchten muss. Ich möchte, dass dieser Immermehrismus an den Hochschulen aufhört, also keine Bewertung mehr für immer mehr Drittmittel oder immer mehr Titel, sondern wir müssen zurück zu einer qualitativen Bewertung. Ich möchte auch in Zukunft meinen Strom bezahlen können und ich möchte meine Ersparnisse retten. Ich habe zwar nicht viel, aber das, was ich habe, das möchte ich gern behalten und nicht irgendwo in dunklen Kanälen in europäische Länder versickern lassen. So, die Blockparteien in Berlin beschließen zu 95% das, was 95% der Bürger gar nicht wollen in Deutschland. Die Renten und Pensionen der Bürger werden verschleudert ins Ausland oder sonst wohin, weiß keiner. Ich möchte nicht, dass meine Kinder später mir mal erzählen, Vati, warum habt ihr euch nicht gewehrt, warum habt ihr euch das gefallen lassen? Es ist Zeit für eine andere Politik. Das geht nur mit einer anderen Partei, der Alternative für Deutschland. Deshalb am 22.09. AfD wählen.